freue mich sehr, dass der Wolfgang Reiter, dass er zugestimmt hat, uns etwas zu erzählen über Hans Thiering, mit dem er sich in letzter Zeit intensiver beschäftigt hat. Und ich möchte ihn ganz kurz vorstellen. Wolfgang Reiter stammt aus Bad Ischl und ist dort auch groß geworden. Bis zum Gymnasium war er immer in Bad Ischl. Volksschule, Gymnasium und dann hat er sein Studium der Physik, Mathematik und Philosophie an der Universität Wien begonnen. Ist auch schon einige Zeit her. Und hat dann letztlich eine Doktorarbeit am Institut für Radiumforschung und Kernphysik bei der Frau Professor Karlik durchgeführt. Der Titel dieser Arbeit war durchaus Kernphysik, Untersuchung kurzlebiger Aktivitäten erzeugt aus Zink-70, das ist der schwerste Zink-Isotop, mit schnellen Neutronen. Also man hat den Neutronenbeschleuniger dort verwendet, 14 MeV-Neutronen, um Zink-70 zu beschießen. Und man hat schon damals Germaniumdetektoren gehabt und der konnte also schon schöne Gammaspektren aufnehmen. Er ist dann 6 Jahre lang am Radiuminstitut geblieben, als Assistent, und hat dann 1980 ist er ins Ministerium abgewandert und hat im Grunde die Abteilung für Naturwissenschaften dort aufgebaut und geleitet, viele Jahre, genau genommen bis 2002. Nachdem er also von dieser Tätigkeit pensioniert wurde, hat er sich sehr auf die Wissenschaftsgeschichte konzentriert. Aber ich sollte vorher sagen, vor 2002 gab es ein wichtiges Ereignis, nämlich die Gründung von dem Erwin-Schrödinger-Institut für mathematische Physik, wie es damals hieß. Das war eigentlich ein Verein. Ich habe mit ihm gesprochen. Komplizierte Geschichte, wie das Institut entstanden ist. Es ist jedenfalls 93 entstanden. 92 genau genommen, ja. Und er war einer der Mitbegründer und war auch Vizepräsident dieses Instituts. Er hat dann sich vielleicht an seine akademische Zeit erinnert und hat letztlich eine Honorarprofessur für Wissenschaftsgeschichte an der Historisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien angenommen, 2007, und hat sich schon vorher, aber jetzt vielleicht sogar noch verstärkt, eben mit der Geschichte der Physik beschäftigt. Und ich muss sagen, vieles über die Geschichte der Physik ist noch immer nicht bekannt. Also praktisch das ganze letzte Jahrhundert ist nur teilweise verarbeitet worden bisher. Ich habe kürzlich mal eine Person kennengelernt, von der ich auch gar nichts wusste, nämlich den Arthur Haas. Den kennen vielleicht einige wenige. Arthur Haas war ein Theoretiker am Beginn des vorigen Jahrhunderts, der ganz früh schon die Atommodelle sich überlegt hat und dann letztlich nach Amerika ging und in die University of Notre Dame gelandet ist. Und dort habe ich das erfahren von einem Kollegen, der sich damit beschäftigt hat, auch sozusagen wissenschaftsgeschichtlich mit dem Arthur Haas. Wir werden heute nichts über den Arthur Haas, sondern über den Hans Thiering erfahren. Hans Thiering aus meiner Sicht war eben einer der Leute, die immer in Wien geblieben sind, das ganze vorige Jahrhundert in der Physik. Und das war natürlich eine schwierige Zeit mit allen möglichen Unterbrechungen. Und ich freue mich, dass der Wolfgang heute uns seine Sicht von Hans Thiering hier erzählen wird. Bitte. Danke, Walter, für die freundliche Einladung und vor allem deine freundlichen Worte zu meiner bescheidenen Karriere, die am Radiuminstitut begonnen hat, und offensichtlich komme ich aus dem Umkreis nicht wirklich lebenslänglich heraus, denn dieses Institut hier ist de facto das Nachfolgeinstitut des Instituts für Radiumforschung. Institut für Radiumforschung und Kernphysik hat 1956, und jetzt heißt es ein bisschen anders, aber es ist noch immer Kernphysik. Über Kernphysik werde ich nichts erzählen heute. Vom weit angesprochenen Artikel, den der Herr Lipscher gerade publiziert hat, finden Sie in Physics in Perspectives, der letzten Nummer, und ist wirklich sehr, sehr lesenswert, denn
Es gibt bisher in der Literatur keine zusammenfassende Darstellung des sehr wichtigen Lebenswerkes von Arthur Erich Haas. Der erste, der mich auf den Haas aufmerksam gemacht hat, war übrigens der Edmund Lafka. Hat mir erzählt von einer gerade damals entstandenen, das ist schon lange aus und das war im Zusammenhang mit meinen Untersuchungen zur Vertreibung jüdischer Wissenschaftler aus diesem schönen Lande, hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass der Haas de facto der erste war, der quantisiertes Modell quantisiertes Atommodell gebastelt hat, und zwar noch etwas vor Niels Bohr. Okay, aber darüber werde ich nicht sprechen, sondern wir heute über jemanden Ihnen versuchen zu berichten, in aller Kürze, man kann darüber wahrscheinlich Stunden reden, über den Hans Thiering. Und der Titel ist hier etwas plakativ: Ein Leben im Spannungsfeld von Physik und Politik. Und in dem Fall ist es wirklich so. Das Leben von Hans Thiering hat sich in diesem Spannungsfeld abgespielt, über eine lange Zeit. Und ich werde versuchen, Ihnen das Leben und die Arbeiten, das akademische Wirken, und nicht nur das akademische Wirken, sondern auch das politische Wirken von Hans Thiering etwas näher zu bringen. Das ist ungefähr das, was ich Ihnen erzählen werde, einen kurzen biografischen Inhalt. Dann gibt es auch für die Physiker unter uns Physik, nämlich vor allem den Lenz-Thiering-Effekt. Ich werde nur kurz erwähnen, da ich annehme, der Bobby lacht dazu, da ich annehme, dass Sie das alles wissen. Erfindungen und Patente von Hans Thiering sind vielleicht nicht so gut bekannt, ich werde einige Worte dazu sagen. Ab Mitte der 30er Jahre beschäftigt sich dann Hans Thiering zunehmend mit weltanschaulichen politischen Fragen, insbesondere im Zusammenhang mit seiner pazifistischen Aktivität, die dann sehr schnell in eine antifaschistische einmündet. Die Nazizeit werde ich beleuchten, der Jahre 1938 bis 1945. Und dann nach 1945. Hier sehen Sie einen Titel Homo sapiens, das ist ein zweibändiges Werk, das Thiering während der, könnte man sagen, inneren Migration in dieser wunderbaren Zeit geschrieben hat. Dann ein Buch zur Geschichte der Atombombe, das sehr beachtlich ist. Schließlich seine Aktivitäten im Zuge der Parosch-Bewegung. Was, glaube ich, relativ wenig im Zusammenhang mit Hans Thiering bekannt ist, dass er sehr frühzeitig, nämlich nach 1945 de facto, sehr frühzeitig sich mit alternativen Energieträgern und der Energiefrage auseinandergesetzt hat. Schließlich, apropos Politik, werde ich kurz eingehen auf seine parlamentarische Arbeit, den sehr bekannten Thiering-Plan, jedenfalls mir war er bekannt als Mittelschüler, und die letzten Jahre. So, Hans Thiering wird also noch geboren vor der Jahrhundertwende. Thiering entstammt einer protestantischen Familie, die aus Thüringen kommt, daher der Name Thiering. Thieringer am Anfang, dann Thüringer, dann Thiering und schließlich endlich wird die Familie Thiering genannt. Die Maria Theresia, von der in diesem Jahr gerade viel die Rede ist, war nicht so freundlich zu den Protestanten. Nicht nur zu den Protestanten war sie nicht freundlich, sondern zu anderen auch. Die hat der Familie, den Protestanten verweigert, den cisleitanischen Teil ihres Reiches zu siedeln. Und daher hat sich die Familie Thiering in Schopron, das heißt in Ödenburg, niedergelassen. Was hier nicht auf der Folie steht, der Vater seines Vaters, der Vater von Hans Thiering, hat bei Amit in Paris Mathematik studiert. Und es gibt einen anderen Verwandten vom Vater von Hans Thiering, der war Professor für Statistik an der Universität Budapest und ist einer der Begründer der Bevölkerungsstatistik in Budapest und in Ungarn. Und ist ein bedeutender Wissenschaftler, nachher auch Professor an der Universität, glaube ich schon erwähnt, in Budapest. Der Vater studiert Physik, wie ich schon gesagt habe, und Mathematik, vor allem Mathematik, wird in Wien, da es keine Lehrstelle gibt, für ihn an einem Gymnasium Hauptschullehrer, also Bürgerschullehrer hat es damals geheißen. Das reicht aber aus, um eine bescheidene bürgerliche oder kleinbürgerliche Existenz zu begründen. Und der Vater übersiedelt 1878 von Ödenburg nach Wien. Hans Thiering wird 1888
geboren beginnt 1907, also schon in der Zeit nach der Jahrhundertwende, sein Studium der Mathematik, der Physik und Turnen. Turnen muss man deswegen betonen, denn der Hans Thiering war ein sehr sportlicher, wenn auch geinwüchsiger Herr, der das Studium des Turnens durchaus ernst genommen hat. Aus dieser Kombination sieht man auch sofort, dass für jemanden, der aus dem eher kleinbürgerlichen Bereich kam, die Wahrscheinlichkeit einer akademischen Karriere zu dieser Zeit kurz nach der Jahrhundertwende nicht besonders rosig war und daher das Lehramt an höheren Schulen, sprich an Gymnasien, natürlich ein zweiter und sicherer Pfad war, um eine, wenn auch möglicherweise bescheidene Karriere zu machen. Sie sehen hier, dass er selbst nach seiner Promotion 1911 bei Hasenöhrl, 1912 dann die Lehramtsprüfung in Nachholen, um quasi ein zweites Standbein zu haben. Als Kind hat sich Hans Thiering schon beschäftigt mit, wie viele von uns möglicherweise, hätte ich mal gesagt, ich war Radiobastler, mit elektrischen Spielereien. Und eigentlich sollte man annehmen, dass Hans Thiering eher der Experimentalphysik nahestand als der theoretischen Physik. Jedoch offensichtlich war Hasenöhrl dermaßen faszinierend in seinem Vortrag, sodass Hans Thiering beschlossen hat, theoretischer Physiker zu werden und bei Hasenöhrl zu promovieren. Hat sich dann sehr schnell habilitiert, das ist heute kaum mehr der Fall, dass sich Leute in wenigen Jahren nach ihrer Promotion habilitieren. Das war auch um diese Zeit schon historisch etwas lang, weil es in die Zeit zurückgeht von Boltzmann oder Mach, die haben sich meistens im zweiten oder dritten Jahr nach ihrer Promotion habilitiert. Also hier gibt es eine starke Veränderung in der zeitlichen Karriere bis heute. 1914 geht, so wie viele um diese Zeit, Hans Thiering in den Krieg, und zwar als Kriegsfreiwilliger. Und nach einer kurzen Ausbildung in 1415 kriegt er einen Job, muss man heute sagen, in dem sogenannten K&K-Technischen Militärkomitee. Das K&K-Technische Militärkomitee war quasi eine technische Einrichtung am Getreidemarkt in Wien übrigens, die verschiedenste Gadgets für den Krieg hergestellt hat. Und hier beschäftigt sich Hans Thiering mit, ja, in seinen Schriften heißt es lichtelektrische, kriegstechnische Geräte, vor allem verbessert er für Lichttelefonie. Und das ist das Einzige, was wirklich dann funktioniert hat und auch umgesetzt wurde, verbessert die Produktion von Selenzellen. Und die Beschäftigung mit Selenzellen wird auch weiterhin einen Teil der Aktivitäten von Hans Thiering bestreiten. Und zwar, wie er selber auch ausführt in irgendeiner Schrift, hat er diese Aktivität in der Zeit 15 bis 18 so gestaltet, dass er wirklich nicht eingezogen werden kann, auch nämlich ins Feld. Das war ihm ganz offensichtlich wichtig. Also er ist bis zu Ende des Kriegs, ist er im Technischen Militärkomitee beschäftigt. Sie wissen alle, dass der Hasenöhrl, der auch als Kriegsfreiwilliger in den Ersten Weltkrieg zog und an der Südtiroler Front erschossen wurde, Thiering war der Assistent von Hasenöhrl bereits in dieser Zeit, dass nach dem Tod Hasenöhrls 16 Thiering die Vorlesung bereits im Jahre 1617 übernimmt. Das ist ein bisschen ein Vorgriff, was Sie hier sehen auf dieser Folie. Es stammt aus dem Buch Hans Thiering, ein Homo sapiens. Das ist eine kurze Schrift, die die Frau Kerber und weitere Mitarbeiter der Zentralbibliothek für Physik 1989 herausgegeben. Ich zeige Ihnen das deswegen, weil das ist eine quasi Reinterpretation seiner eigenen Philosophie, Weltanschauung und Politik aus der Zeit der 50er Jahre, wo er sich darauf bezieht, dass die wesentlichen Erfahrungen, die er gemacht hat, im Ersten Weltkrieg, nämlich dieser ihn zum Kriegsgegner und Antimilitaristen gemacht haben und nicht zuletzt daraus resultierte auch seine antifaschistische Haltung, also die ablehnende Haltung gegenüber Hitler und dem Nationalsozialismus. Lenze-Thiering-Effekt. Es ist ganz erstaunlich, dass er so kurz nach der Formulierung der allgemeinen Relativitätstheorie durch Einstein
ja, im Wechsel 1915-16, 1918, man muss davon ausgehen, dass die Arbeit schon etwas früher, also zu Ende 1917, Eichelburg wird das vielleicht besser wissen, oder Bobby-Bike als ich, zwei Arbeiten erschienen, eine Arbeit unter dem Titel über die Wirkung rotärer Massen in der Einsteinschen Gravitationstheorie und schließlich eine zweite Arbeit zusammen mit dem Wiener jungen Mathematiker, Dozent für Mathematik, Josef Lense. Ich vermute das deswegen, weil der Thiering vielleicht sich einen Mathematiker dazugenommen hat, um die etwas komplizierteren Rechnungen nicht selber machen zu müssen. Ich gehe jetzt auf den Lense-Thiering-Effekt nicht im Detail ein. Thiering war völlig klar, und ich glaube, in der ursprünglichen Schrift steht es auch drinnen, dass der Effekt so klein ist, dass überhaupt keine Hoffnung besteht, diesen Effekt jemals zu messen. Wobei schon damals Thiering und Lense deutlich ausführen, dass dadurch, also durch eine Messung, eine weitere und zu diesem Zeitpunkt eigentlich die erste Bestätigung der Ergebnisse der Exaktheit oder der Bestätigung der Einsteinschen Gravitationsgleichungen vorliegt. De facto erfolgte der Nachweis sehr viel später durch Satelliten, 2004, 2005, und hat den Lense-Thiering-Effekt nachgewiesen. Es gibt eine kurze Notiz von Hans Thiering anlässlich der Ehrenpromotion im Jahr 1961, wo er ausführt, wiederum, dass dieser Effekt natürlich unglaublich klein ist, und aber man jetzt hoffen kann, aufgrund der Satelliten, die es jetzt gibt, er schreibt nicht Satelliten, sondern er schreibt, jetzt gibt es Sputniks, und die haben natürlich eine Umlaufzeit von 90 Minuten, und der Mond hat eine Umlaufzeit von 28 Tagen, und so gewinnt man Faktor 20.000 oder 20 mal 10 hoch 3 gegenüber mit der Verwendung eines Satelliten. Und jetzt denkt er, schreibt er in dieser kurzen Notiz, Thiering, wäre es wahrscheinlich möglich, das zu messen, und siehe da, er hat recht gehabt im Jahr 1961, er hat nur ein bisschen gedauert bis 2004, dann erst wurde das wirklich nachgewiesen. Okay, der Erfinder, er war offensichtlich, und das ist dazu zu sagen, aber in seiner eigenen Selbsteinschätzung ist es so, dass Thiering immer wieder in verschiedenen autobiografischen Notizen ganz deutlich macht, dass er eigentlich bis auf den Lense-Thiering-Effekt, er selber schreibt vom Thiering-Effekt übrigens, Lense kommt bei ihm nicht vor, das ist auch interessant, dass er bis auf den Lense-Thiering-Effekt eigentlich nichts mehr geleistet hat, das stimmt. Bis auf marginale Publikationen hat Hans Thiering nach 1918 nichts mehr publiziert. Also an Original, an Forschungsliteratur. Was er allerdings gemacht hat, ich sehe hier, da gibt es eine Differenz, also können wir nachher diskutieren drüber. Was er allerdings gemacht hat, ist offensichtlich, er war ein guter Bastler. Und seine Arbeiten, die er im Militärkomitee bei den Selenzellen begonnen hat, setzt er fort. Es gibt insgesamt etwa 50 Patente von ihm in der Zeit 1916 bis 1937. Das sind die ersten Selenzellen-Patente. Er beschäftigt sich auch mit der Verbesserung, also mit dem Manufacturing-Effekt von Selenzellen. Es gibt ein Patent über Lichtschranken, das wird auch von einer deutschen Firma dann industriell gefertigt. Er war also sehr industrienahe bei seinen Erfindungen. Lustig ist, dass er Skibindungen erfindet. Und zwar nicht nur eine, sondern verschiedene Typen. Es gibt einen Brief aus den frühen 1940er Jahren von Heisenberg an Thiering, wo der Heisenberg ihn bittet, nämlich Hans Thiering bittet, ihm das neueste Modell seiner gerade erfundenen Skibindung zu schicken für seine Kinder. Weil die tun jetzt Skifahren lernen in Oberbayern, wo ab und zu im Winter war der Heisenberg, und die mögen das machen. Wichtiger ist in der öffentlichen Wahrnehmung der sogenannte Schwebelauf, der Thiering-Mantel, das war so eine Flattersache,
mit der man große Luftsprünge machen hat können. Hans Thiering hat in Kitzbühel ein Anwesen gehabt und hat sich auch im Sommer im Wesentlichen in Kitzbühel und nicht im heißen Wien, so wie jetzt, aufgehalten und ist im Winter natürlich die Streif runtergefahren, Schuss, und mit seinem Flattermantel hat er da große Luftsprünge gemacht. Der Flattermantel war allerdings nicht wirklich ein Hit, nämlich ein kommerzieller Hit. Hans Thiering war immer aus auf kommerzielle Hits. Er schreibt auch ganz klar, dass er deswegen publiziert Bücher, damit er dann die Emmen kriegt von ausländischen Verlagen. Ja, das ist eigentlich eine sehr ehrenwerte Einstellung, würde ich sagen, wenn man Bücher schreibt, dass man damit auch was verdienen will. Okay, zurück zum Schwebelauf. Warum hat der Schwebelauf bzw. der Flattermantel nicht funktioniert in der breiten Öffentlichkeit? Na klar, aus quasi ideologischen Gründen. Wer möchte sozusagen beim Skifahren gebremst werden? Die Ideologie ist gegangen auf schneller und nicht auf langsamer. Das nur zur Erklärung, warum das nicht funktioniert hat. Das hat funktioniert, das Tonfilmsystem, das er entwickelt hat. Er hat auch eine Firma gegründet, zusammen mit dem Generaldirektor der damaligen Rundfunkanstalt RAVA, mit dem JICA. Nur die amerikanische Konkurrenz und vor allem der Kapitalinput bei der Produktion von amerikanischen Systemen, Tonfilmsystemen, hat natürlich die Sache relativ schnell ruiniert, sodass das große Geschäft war auch das nicht, aber immerhin, es war eine Zeit lang, also jedenfalls im österreichischen Kontext der Filmproduktion, die damals ja relativ intensiv war, Rosenhügel und so weiter, wie wir wissen, war das durchaus anerkannt, aber nicht sehr lange. Sagen Sie, wann war der Thiering Mantel? Das war in den späten 30er. Ja, in den späten 30er. Ja. War nicht eine Interpretation, dass der Krieg dann natürlich auch sozusagen die Akzeptanz gestört hat? Naja, sicher. In den Zeitungen war das ja überall. Ja, in den Zeitungen war das überall. Es hat überall Abbildungen gegeben, auch mit ihm. Haben Sie was zur Parkpsychologie jetzt gesagt? Nein, noch nicht. Nein, noch nicht. Oh, schon. Sie sind ja übersprungen. Haben wir das überschlagen? Ja. Ja, das ist natürlich ganz schlecht. 1924, 1927 hat er sich mit Parapsychologie beschäftigt. Und zwar hat es in Wien unter den Physikern und Mathematikern eine Gruppe gegeben, die verschiedene Medien mit Experimenten untersucht haben, ob daran was war. Der berühmte Herr Hahn, der Mathematiker Hahn, Mitbegründer oder eigentlich Begründer des Wiener Kreises, und Karl Gibran waren neben dem Thiering die Wissenschaftler, die dann mit verschiedenen Medien, die also damals zuhauf gehen, experimentiert haben. Das ist nichts raus. Die sind meistens als draufgekommen, was die Tricks sind. Und insofern. Und ist das auch belegt worden irgendwie mit wissenschaftlichen Arbeiten oder Berichten oder so? Ja, es gibt ja diese parapsychologische Gesellschaft, ich weiß nicht genau, wie sie heißt, und die haben das dokumentiert. Ja, Pazifismus und Antifaschismus. Ich gehe jetzt nicht auf die österreichische Situation ein, der Zwischenkriegszeit, also der Zeit bis 1938 oder 1934, sondern bin hier jetzt ein bisschen plakativ. 1936 gibt es den ersten öffentlichen Auftritt von Hans Thiering auf der internationalen pazifistischen Bühne, und zwar wurde 35 das Rassemblement Universel pour la Paix in Paris gegründet, das sogenannte RÜP, und dort tritt Hans Thiering als Vertreter der sogenannten Österreichischen Friedensvereinigung auf. Das ist eine der wesentlichen Friedensorganisationen in Österreich und die Zeit, die unter anderem auch zurückgeht auf die Marianne Hanisch, eine Politikerin, würde man sagen, und Feministin und Aktivistin, Friedensaktivistin, verfolgt oder im Nachhang zu den Aktivitäten von Bertha von Suttner, der Sohn von der Frau Hanisch ist der erste Bundespräsident der Republik Österreich nach 1918. Und in diesem Umfeld bewegt sich um diese Zeit Hans Thiering. Hier habe ich notiert das Wort Episode ist vielleicht nicht das Richtige, das dazu zu sagen. Sein Assistent Otto Halpern
wollte sich habilitieren und die Fakultät, insbesondere die Physiker in der Fakultät, haben mit Zähnen und Klauen verhindert, dass Otto Reitmann sich habilitieren kann. Sie werden es wahrscheinlich nicht erraten, aus welchen Gründen. Erstens war er links orientiert, die Fakultät hat gesagt, er ist ein Kommunist. Im Jahre 1925 schon 3 Jahre aus der sozialdemokratischen österreichischen Arbeiterpartei ausgetreten gewesen und natürlich war er gut, das geht überhaupt nicht. Und diese Kampagne hat sich also längere Jahre hingezogen. Es gibt dazu auch einen relativ ausführlichen Briefwechsel zwischen Schrödinger und Hans Thiering, wo Hans Thiering seinen Namen nennt, der Mitglieder des Instituts bzw. der Fakultät, die hier antisemitisch am Werke waren. Das ist ja auch nicht der einzige Fall. Aber jedenfalls hat es zum Schluss sogar oberstgerichtliche Entscheidungen gegeben und der Otto Halpern hat sich natürlich nicht habilitieren können. Natürlich nicht. Österreich 1938, vorher 1932 schon. Ja, geht nach Amerika. Sie emigriert nach Amerika. Dann, das ist ganz interessant, weil, wenn ich schon am Anfang gesagt habe, Physik und Politik und Politik um diese Zeit, so ist das natürlich nunmehr bereits die Zeit des, ich schaue mich nicht, den Ausdruck Austrofaschismus zu verwenden, die Zeit der austrofaschistischen Herrschaft. Thiering, und ich habe zuerst vergessen zu sagen, dass über die Aktivitäten der Frau Hanisch, also im Umfeld der Frau Hanisch, Thiering offensichtlich ein offenes Ohr, um es sehr vorsichtig auszudrücken, für feministische Fragen hatte und auch mit Frauen nicht politisiert hat. Jedenfalls gibt es von den Akademikerinnen der Frauenschaft am Institut für Theoretische Physik den Vorschlag eines Vortrags. Schaut alles ganz harmlos aus. Ja? Was ist das Thema? Steht dem Thiering quasi in seiner Begrifflichkeit sehr nahe, Krise der Kultur. Das war für den Thiering auch in seinen späteren psychologisch-philosophischen Schriften, wenn Sie so wollen, eine wesentliche Sache. Also das Verhältnis von Kultur und Wissenschaft. Ne? Ja, da gibt es dann eine Intervention vom damaligen Rektor Leopold Arz. Und Thiering ist gezwungen, diese Veranstaltung, diesen Vortrag abzusagen und um Ihnen sozusagen ein Beispiel zu geben, wie die Rhetorik der damaligen Zeit war und wie weit hier sozusagen die akademische Freiheit gesehen wurde, dann ist das schon sehr interessant. Sie haben das wahrscheinlich schon bis dahin gelesen. Es ist ganz klar, um was es geht. Interessant ist es vor allem auf die faschistische Kriegsgefahr hinzuweisen. Und das geht natürlich schon vor allem. Überlasse es Ihrer Wohlmeinung, ob Sie unter diesen Umständen Ihren Vortrag halten wollen. Und jetzt kommt die Drohung. Schließlich müsste Herr Kollege für die gesamte Veranstaltung und deren allfällige Folgen die volle Verantwortung übernehmen. Na, was heißt das? Völlig klar. Nationalsozialistische Studenten haben nicht das erste Mal irgendwelche Einrichtungen in Seminarräumen, in Vorlesungsräumen zertrümmert. Das ist nicht das erste Mal. Und hier schreibt der Rektor in völliger Klarheit, dass der Herr Thiering, falls es passiert, das zahlen muss. Welches Jahr war das? 37. 37? Ja, 37. Ja. Gut, also so viel zur Politik. Ja, Nazizeit. Also nach dem Einmarsch der Okkupation Österreichs wird natürlich der Thiering sofort entfernt. Er ist einer der wenigen, die entfernt werden von den Nazis, die aus politischen Gründen ihre Position verlieren und wird dann, und das ist das Prozedere gewesen, im Dezember 38 pensioniert. Also insofern kann man sagen, er ist noch auf die halbwegs günstige Seite gefallen. Das Interessante ist, dass er, und das habe ich bisher nicht herausgefunden, wie das wirklich ist, weil diese informellen Akten gibt es natürlich nicht. Und die Gespräche gibt es auch nicht, wer ihm geholfen hat.
innerhalb der Fakultät, denn er gehörte, und ich habe hier natürlich Anführungszeichen gemacht, gewissermaßen insofern zu den Privilegierten, dass er trotz Hinausfliegen und trotz Pensionierung am Institut anfänglich, also 38, 39, ein Zimmer hatte und zum Schluss in der Gegend nach 44 drei Zimmer hatte, für sich und seine Mitarbeiter. Ich habe nicht herausgefunden, wer das sein kann, welche Mitarbeiter das sein kann, für seine Aktivität. Also für eine sehr, ich sollte eigentlich das nicht sagen, eine sehr ungeschützte, möglicherweise falsche, aber es gibt Hinweise darauf, dass es hier ein Nahverhältnis, ein Sonderverhältnis gibt, und zwar zu Georg Stetter. Weil da gibt es nach 45 gemeinsame Aktivitäten, die schlecht anders erklärt werden können, als dass Stetter und Hans Thiering in der Zeit vor 45 irgendeine Form von Nahverhältnis hatten. Ja, der Pazifist, Hans Thiering, wo arbeitet er neben einer möglicherweise wissenschaftlichen Arbeit? Ich glaube es eher nicht, weil nach seiner Selbstauskunft ist er ja nicht mehr kreativ, er ist rezeptiv tätig, aber kreativ tätig ist er eigentlich nicht mehr. Ich habe jetzt vergessen, die rezeptive Seite von Hans Thiering herauszustreichen. Es ist dieses Buch, das ich aus meiner Bibliothek mitgenommen habe. Es ist im Springer Verlag unter den Ergebnissen der exakten Naturwissenschaften. Gibt es zwei Bände. Der erste Band ist 1928 von Hans Thiering allein. Und der Band, dieser Band, den ich hier in der Hand habe, ist von Otto Halpern an erster Stelle und Hans Thiering. Und ist, der Titel ist Die Grundgedanken der neueren Quantenmechanik, zweiter Teil, die Weiterentwicklung bis seit 1926. Der erste Band geht bis quasi zur Erfindung der modernen Quantenmechanik, also Heisenberg und so weiter, Schrödinger. Und man sieht hier in diesem Buch, dass jedenfalls rezeptiv der Hans Thiering völlig am Kiviv der Zeit ist, technisch gesprochen. Allerdings selber aktiv, produktiv, offensichtlich nichts bringt. Jetzt Episode ist, der Vicky Weißkopf hat mir das einmal erzählt, der ja bei ihm auch Physik studiert hat, theoretische Physik studiert hat, dass der Thiering zum Weißkopf gesagt hat, er möge jetzt weggehen, er kann bei ihm nichts mehr lernen. Er soll gehen zum Born, nach Göttingen, dort läuft sozusagen die Musik, in Wien bei ihm ist nichts. Also zurück zur Rezeptiven. Ja, jetzt zu dieser Folie. Also was tut der Pazifist? Was tut der Pazifist, der hinausfliegt, der Antifaschist? Er arbeitet im Zusammenhang der deutschen Atombombe und des deutschen Reaktors. Und zwar zweifach. Einmal als Mitarbeiter der Firma Elin, berechnet er Zyklotronmagneten, also wozu braucht man die? Wir wissen es. Und Spezialmagneten für Massenspektrometer. Also beides quasi bombenrelevante Technologien. Und übrigens zieht sich die Berechnung von Magneten für die Massenspektrographen offensichtlich bis knapp vor 45, denn der Walter Thiering hat mir mal erzählt, dass er seinem Vater bei diesen Berechnungen geholfen hätte. Ja, ab 42 ist er bei Siemens und Halske und dort im Kontext der Radartechnik, da ist er in einem Röhrenlabor tätig. So, ja, also, jetzt kommen wir mal ins Jahr 45. Ja, nach 45. Naja, er wird natürlich sofort rehabilitiert, wird er schnell wieder, er kriegt sein Ordinariat zurück. Und es ist interessant, und das ist deswegen interessant, weil es an der Universität Innsbruck ist. Im Wintersemester 1945 liest er in Innsbruck, und zwar nicht Physik, sondern Weltfriede als psychologisches Problem. Und hier hat man zwei Begriffe in diesem Titel, nämlich Weltfriede und Psychologie. Dieses bekannte Buch, über das dann kurz reden wir, den Homo sapiens, betrachtet er selber als eine psychologische Analyse der Weltbefindlichkeit und der nationalen Befindlichkeiten, die didaktisch
verbessert werden müssen durch Schulen. Und gibt es eine ganze Reihe von Vorschlägen. Wenn man das heute liest, staunt man sozusagen über die Naivität, so knapp nach 45 so ein Buch zu schreiben, das er ja schon vorher geschrieben hat, also während der Nazizeit. Ja, 46, und das ist auch biografisch ganz interessant, 46 wird er zum korrespondierenden Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, damals mit der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 45 ernannt. Wenn Sie hier sehen, dass er 46, 47 Dekan der Philosophischen Fakultät war und natürlich in dieser Zeit mit den Entnazifizierungskompetenzen ausgestattet war, dann können Sie sich gleich vorstellen, ob er jetzt auch wirkliches Mitglied wurde der Akademie der Wissenschaften. Naja, man kann vermuten, dass das vielleicht nicht der Fall war, denn die Damen und Herren, die zwischen 38 und 45 Mitglied der Akademie wurden, oder schon vorher, ich meine jetzt in dem Fall die Nazis und vor allem auch die rechtskonservativen Klerikalen, haben natürlich kein Interesse gehabt, dass der Herr Thiering auch noch wirkliches Mitglied wird. Ja? So, 48 beginnt er, wahrscheinlich hat er noch gelehrt, hat wahrscheinlich einen fünfstündigen Zyklus, und müsste man nachschauen, habe ich nicht getan, in den Vorlesungsverzeichnissen nachschauen, wird wahrscheinlich noch einen fünfstündigen Zyklus gehalten haben in theoretischer Physik, aber er beginnt eine intensive Vortrags- und Reisetätigkeit im Kontext, und hier stehen die Worte, die er selber verwendet, Völkerverständigung und Friedenserziehung. So, dieses Buch ist seine Antwort auf den Abwurf der Bomben auf Hiroshima und Nagasaki im August 1945. Das Buch ist 1946 geschrieben, hat den gewissermaßen neutralen Titel Die Geschichte der Atombombe und ist für jeden, der solche historischen Dinge gerne liest oder von hohem Interesse, weil das ist didaktisch hervorragend geschrieben. Es ist auf dem damaligen Stand eine gute Einführung in die Kernphysik und in die Atomphysik. Und das Erstaunliche aber für den Kontext, der für mich jedenfalls interessant ist, ist, dass er in diesem Buch, natürlich technisch nicht ausgefeilt, geht gar nicht, weil die Papers waren natürlich, sind heute noch classified, wie man Wasserstoffbomben baut, und vom Taylor-Ulam-Prinzip hat er natürlich überhaupt nichts wissen können. Aber jedenfalls beschreibt eine sogenannte Superatombombe, das heißt ganz deutlich eine Wasserstoffbombe, und er gibt auch korrekt den Zündungsmechanismus für diese Wasserstoffbombe mit einer Fissionsbombe an, so wie es von 52 von den Amerikanern auch gemacht wurde. Und er schätzt auch, es gibt numerische Abschätzungen da drinnen, wie stark so eine Bombe ist, und das ist erschreckend. Und er schreibt auch, und ich glaube, das ist ja nach wie vor richtig, dass wenn man Wasserstoffbomben baut, gibt es eigentlich keine obere Schranke für die Sprengkraft, weil dann kann man immer wieder Lithium oder Tritium reintun, und dann wird es halt größer bis zu den berühmten russischen Megabomben von Novosibirsk. Und das Schlusskapitel dieses Buches beschäftigt sich mit Atombombe und Weltfrieden. Das ist ein langes Kapitel und das ist de facto ein programmatischer Teil seines Buchs, der dann quasi auch die Aktivitäten der Folgejahre nach 1946 formiert. Ja, das ist das Buch Homo Sapiens, zwei Bände, beide erschienen bei Ullstein, 47 und 49. Das Manuskript hat er ab 42 begonnen, bis 44, das war ihm ganz wichtig, denn wir wissen, dass er mit Hilfe schwedischer Diplomaten einen wichtigen Teil, für ihn wichtigen Teil, nach seiner Einschätzung noch einen sehr wichtigen Teil dieser beiden später publizierten Bände nach Schweden hat bringen lassen, dass wenn er das Kriegsende nicht überlebt, man muss wissen, dass die Gestapo der Familie Thiering ja auch uns für einen Hausbesuch abgestattet hat, und die waren wahrscheinlich, ja, jedenfalls ist das wahrscheinlich nicht so einfach gewesen, die zu überstehen, jedenfalls hat er diese Manuskripte ins Ausland bringen lassen und durch einen schwedischen Diplomaten auch über den
englischen Geheimdienst nach England, sodass es sicher war, dass, selbst wenn er den Krieg nicht überlebt, diese für ihn offensichtlich wichtigen Schriften, wichtigen Manuskripte weiter aufbewahrt werden. Umfassende Darstellung der menschlichen Beziehung aus individueller, gesellschaftlicher und weltpolitischer Sicht klingt alles ein bisschen trocken. Und ich kann Ihnen auch wirklich empfehlen, diese Bücher zu lesen. Ich habe es mit Mühe gelesen, das ist nicht wirklich mehr geil. Ja? Das ist ein kurzer Text von Thiering aus dem Homo Sapiens Buch, der quasi eine Zusammenfassung seines weltanschaulich-ideologischen, politischen Programms für die Zeit nach 1945 darstellt. Ich betrachte die Beseitigung der Entartungserscheinungen, ich beachte dieses Wort, typische 30er Jahre Entartungserscheinungen unserer Kultur, die zwar in der Kriegsideologie des Faschismus einen Höhepunkt erreicht, aber keineswegs auf die faschistischen Staaten allein beschränkt sind, sondern in anderer Form mehr oder minder überall in der Welt auftreten, als die Kulturaufgabe Nummer 1, das ist fett geschrieben im Text, der Menschheit und beabsichtige, meine ganze Arbeitskraft in den Dienst dieser Aufgabe zu stellen. Sie sehen implizit in diesem Text auch eine gewisse Neutralität gegenüber den Dingen, die sich verändern sollen. Also wenn Sie es umlegen auf die Situation des Kalten Kriegs, dann ist es eine Kritik gegenüber den Amerikanern und den Sowjets. Es ist eine Kritik gegenüber den Nationalsozialisten, gegen den Nicht-Nationalsozialisten. Also es ist, er versucht sozusagen eine gewisse neutrale, weltanschauliche Haltung einzunehmen, und wir werden gleich sehen, dass das einfach nicht funktioniert. Das zeige ich Ihnen, weil es einfach so hübsch ist. 1953 schickt möglicherweise, denke ich mir, der Walter Thiering war 1953 am Institut für Advanced Studies in Princeton und vielleicht auch in der Einstein das hübsche Foto mitgegeben für seinen Vater. Es ist signiert hier handschriftlich meinen guten alten Freund und Gesinnungsgenossen Hans Thiering, Einstein 53. Das ist super blöd. Wir haben es letztlich gefunden. Pakosch, sagt Ihnen hoffentlich was oder vielleicht auch nicht. Pakosch wurde auf Initiative von Bertrand Russell zusammen mit Einstein, das war die letzte Unterschrift, die Einstein knapp vor seinem Tod noch geleistet hat, wurde die Pakosch-Bewegung ins Leben gerufen im Juli 1955 und 1957 gibt es dann die erste Pakosch-Konferenz, nämlich in Pakosch, ein Nest irgendwo im Norden von Kanada. Diese Pakosch-Konferenzen, muss ich vielleicht ein Wort dazu sagen, waren der Versuch von Wissenschaftlern global, also nicht nur Ost und West, sondern alle Länder möglichst zusammenzubringen und die Frage der Bedrohung der Kernkraft und Atombomben zu diskutieren, vor allem Atombomben, und nachzuschauen, ob von wissenschaftlicher Seite hier auf die politische Ebene ein bestimmter Einfluss möglich ist, um die Dinge zu ändern. Cradle of the Danger von Atomic Weapons. Thiering war übrigens der einzige Teilnehmer aus einem deutschsprachigen Land. Ich habe immer geglaubt, aus Deutschland wurde niemand eingeladen. Das stimmt aber nicht, also inzwischen hat man das untersucht. Es gibt eine Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft. Es wurden zwei Leute eingeladen, ein gewisser Herr Heisenberg und ein gewisser Herr Hahn, und beide haben abgelehnt, dorthin zu fahren. Das ist sozusagen die Vorfront des Kalten Kriegs, die sich hier schon ausdrückt. Also die Vorsicht auch von Leuten wie, meines Erachtens, von Hahn, wie Heisenberg, sich mit den Leuten abzugeben. Und möglicherweise haben sie auch die Befürchtung gehabt, wenn sie noch Pakosch fahren, dass da amerikanische Wissenschaftler dort sitzen, die ihnen Fragen stellen, was sie denn 8 Jahre lang oder 10 Jahre lang oder länger getan haben. Die dritte Pakosch-Konferenz bringt Thiering dann bereits nach Brüssel, auch nach Kitzbühel. Kitzbühel habe ich schon gesagt, warum Kitzbühel? Dort hat die Familie Thiering ihren Sommersitz gehabt. Danger of Atomic Age, and what scientists can do about it. Ja? Die vierte Pakosch-Konferenz ist von 1959 in Baden. Hier ist Thiering Präsident und hier auch Arms Control and World Security. Hier Präsident Thiering, hier nicht sein.
Ich habe jetzt ein paar Bilder. Ja, das ist die erste Kakos-Konferenz 1957. Hier sehen wir den Hans Thiering. Das ist der Rotblatt, der Josef Rotblatt. Das ist der Cyrus Eaton. Und das ist Tomo Naga. Und unverkennbar hier natürlich Leo Szilard. Sehr hübsches Bild. Das ist ein Bild, das ich eigentlich finde, das toll mit der Rabinowitsch, der aus Deutschland immigriert ist nach Amerika, und Hans Thiering bei der Bakosch-Konferenz. Und das sind jetzt ein paar Bilder aus der Bakosch-Konferenz 1958 in Kitzbühel. Man sieht hier in Kitzbühel sitzen sie im Wirtshaus, ganz einfach, und beraten. Hier ist die Festveranstaltung der Akademie der Wissenschaften, das ist ein bisschen viel Photons sind jetzt da drin in dem Raum. Hier sieht man den Scherf und hier sieht man den Bertolt Russell. Der war da. Also nicht schlecht. Und hier einen Pfarrer in der Hofburg, also das ist politisch doch relativ prominent aufgezogen gewesen. Und wenn es in der Akademie ist und der Bundespräsident erscheint, dann kann man davon ausgehen, dass zumindest rudimentär oder zumindest durch Reden eine gewisse Offenheit der politischen Ebene gegenüber diesen Fragen, die Bakosch reguliert hat, vorhanden war. Hier spricht Hans Thiering mit der irischen Mineralogin Kathleen Lonsdale. So, ja, ich muss jetzt noch kurz langweilen, weil das jetzt sehr kurz machen. Kalter Krieg. Da kommt er wirklich in die Bredouille. Und da wird es schwierig für ihn, politisch. Warum? Es gibt den sogenannten Kongress für Cultural Freedom, Kongress für kulturelle Freiheit, der veranstaltet eine Konferenz 27. Juni 1950. Diese Cultural Freedom Organisation war eine amerikanische Erfindung des Kalten Kriegs, das ist 50, gesponsert vom CIA, der Chef in Berlin, der ist auch der Mario Laske, und die Mitglieder dieser, interessanterweise, Mitglieder dieser Cultural Freedom Organisation sind im Wesentlichen linksliberale Intellektuelle und Wissenschaftler und auch viele Schriftsteller, unter denen wieder manche vorher in der Kommunistischen Partei waren, wie der Manfred Sperber oder der Köstler, die sind da alle drinnen und fühlen sich jetzt plötzlich wohl. Das Wiener Forum zum Beispiel, dann später unter Nenning Neues Forum von Thorberg, ist eine dieser CIA-gesponserten Aktivitäten, so wie das. Gut, dieses gesagt. Der Herr Thiering will dort im Vortrag halten. Und zwar einen scharfen Angriff auf die Amerikaner reiten, im Sinne von, das politische Spiel ist so, dass es nie zu militärischen Aggressionen kommt, sondern nur zu politischen Aggressionen. Da ist ihm etwas entgegen dazwischen gekommen, denn geplant war diese Rede für den 27. Juni und am 25. Juni marschiert die nordkoreanische Armee über die Grenze nach Südkorea ein. Und damit war natürlich die ideologische, naive, politische Haltung von Thiering natürlich zerstört. Das Blöde war, dass der Text von seiner Rede bereits unter den Journalisten gekreist hat, man gewusst hat, dass er absagt. Und jetzt gab es natürlich für die Cultural Freedom Organisation die Peinlichkeit, das auszuräumen, dass das nicht eine Art von Zensur ist, dass man den Herrn Thiering zensuriert hat, weil er nämlich gegen die Amerikaner ist, darf er nicht reden. Und da gibt es Artikel in amerikanischen Zeitschriften darüber, das war eine größere Sache. Warum ich gesagt habe, Naivität und warum er da in die Mühlen gekommen ist, ist deswegen, dass seine Grundannahme dieser Neutralität zwischen Ost und West, würde man heute sagen, Grundannahme einer möglichen Neutralität im Kalten Krieg natürlich völlig naiv ist, weil im Kalten Krieg musste man einfach Positionen beziehen. Entweder war man für A oder für P. Übrigens, Herr Trump pflegt diese Ideologie derzeit auch. Und das war natürlich nicht möglich. Ja?
Also, ich habe das gerade jetzt schon allzu lange abgehandelt. Thiering war dann in verschiedenen österreichischen Friedensaktivitäten beteiligt, und zwar waren diese Aktivitäten im Wesentlichen im Zuge der Friedensbewegung, die mit der KPÖ, also mit der Kommunistischen Partei Österreichs, verbunden war, beziehungsweise im Vorfeld der Kommunistischen Partei Österreichs stattgefunden hat. Also man hat, um es ganz einfach zu sagen, man hat die Moskauer Politik insofern komplementiert, als man durch KP-nahe Organisationen, etwa im Bereich der Friedenspolitik, versucht hat, liberale, linksliberale, sozialdemokratisch eher nicht, Intellektuelle zu gewinnen, um sich auf diese Seite zu stellen und die sogenannte Friedensbewegung mitzutun. Das war die sogenannte fünfte Kolonne. Ja. Thiering wurde scharf angegriffen in der Presse und hat auch dann sich zurückgezogen. Ab 1951 geht Thiering dann aus all diesen KP-nahen Organisationen heraus. Und natürlich durch die Invasion Südkoreas, inzwischen wissen wir, dass dann der Mao beim Stalin nachgefragt hat, ob er das mit tun kann. Und der Stalin hat gesagt, ja, schön, ne? Dass im Zuge dieser Aktivitäten der Thiering sich dann zurückzieht. Ja, etwas, worüber ich eben etwas publizieren werde, das ist die sogenannte fünfte Weltkraftkonferenz in Wien 1956. Das ist die heutige Weltenergiekonferenz. Es war die erste große Konferenz in Österreich, in Wien, nach 1945 und war eine Organisation, die seit den 20er Jahren, der Erfindung der Nachkriegszeit des Ersten Weltkriegs, auf globaler Ebene Fragen der Energieproduktion und der Konsumption bespricht und in gewisser Weise auch akkordiert. Ja, warum ist es interessant? Deswegen ist es interessant, denn der wesentliche Organisator oder die wesentlichen Organisatoren der österreichischen Aktivitäten waren der Hans Thiering und der Wilhelm Frank, den möglicherweise unter Ihnen kaum wer kennt, er war schließlich unendlich, er ist Mathematiker, war in der Schweizer Emigration, ist 1945 zurückgekommen, war in der KP und war zum Schluss Honorarprofessor für Mathematik an der Universität Graz und dazwischen war er Sektionschef, er war also quasi der Miterfinder von Zehntendorf. Der Willy Frank war sozusagen zu dem Teil der KP gehört, wo Kollektivierung und Elektrifizierung sozusagen das Glück gebracht haben, der muss man für die Atomkraft sein, Engelbert Broder war das nicht. Und Thiering war der Generalberichterstatter bei dieser Konferenz in der Sektion Energiequellen und Sonderverfahren zur Nutzbarmachung der Energiequellen. Und in diesem Zuge hat er also diesen Generalbericht geschrieben, der sich liest wie eine Aufzählung von alternativen Energiequellen. Das kommt von der Photovoltaik über die Sonnenenergie mit Kollektoren bis hin zur Wasserkraft. Atomreaktoren werden sehr skeptisch betrachtet, vor allem wegen der Frage der Endlagerung. Man beachtet es 56. Was interessant ist für uns Physiker, 1956 findet der erste große internationale Kongress in Wien statt und da braucht man natürlich eine Eröffnungsrede. Ne? Wer da nicht belastet ist, in Österreich aufzutreiben, kann man. Ne? Sie haben aber ein unglaubliches Glück gehabt, weil 1956 ist dann Schrödinger zurückgekommen nach Wien auf eine eigene Professur, ad personam Professur und der Thiering, ein sehr, sehr guter und intimer Freund von Schrödinger, hat einen langen Briefwechsel angefangen. Der Schrödinger hat sich lange geziert und schließlich zugestimmt, die Eröffnungsrede zu halten. Und dann war es natürlich happy, weil der ist international reputiert, Kanazi, what you want. Ja, super. Ja, worüber spricht Thiering? Der Willy Frank hat gesagt, er soll über Energie sprechen. Schrödinger schreibt ihm zurück, das ist was Blödes, Räder. Das kann jeder tun. Also worüber redet er? Er redet über das Mind-Body-Problem.
Das ist ja auch nicht gerade eine leichte Aufgabe, aber man sieht sozusagen, dass um diese Zeit herum, also in den 50er Jahren, da Schrödinger wiederum philosophische Fragen, vor allem das Mind-Body-Problem, möglicherweise auch im Zusammenhang mit seiner Entanglement-Geschichte, ich weiß es nicht, man müsste dem nachgehen, beziehungsweise seine philosophischen Schriften, auch vor allem jene, die er über die indische Philosophie geschrieben hat, sehr genau studieren, was übrigens bisher nicht passiert ist. Ja? Also es gibt keinen Titel dieser Festrede, die ist natürlich publiziert und findet man beim Schrödinger in den gesammelten Werken natürlich. Er schreibt einen Brief an den Turing, welche materiellen Vorgänge direkt mit dem Bewusstsein verknüpft sind. Also nein, kein Problem, spannend. Und ja, das war's. Turing und Politik, und da bin ich gleich fertig, ist von 1957 bis 1963, obwohl nicht Mitglied der Sozialistischen Partei damals noch, Mitglied des Bundesrates, entsandt vom Land Wien. 63 publiziert er ein Memorandum. Und zwar mehr Sicherheit ohne Waffen. Die Cornerstones von dem Papier sind vollständige Abrüstung Österreichs, das heißt Neutralisierung Österreichs, Abschaffung des Bundeswehrs. Und um das Ganze abzusichern, es gibt ja Grenzen, wir kennen ja jetzt diese Diskussion, dass man unbedingt Mauern haben sollte. Wie macht man das? Also man macht mit den Nachbarstaaten bilaterale Verträge, um die Landesgrenzen, die Zonen zu demilitarisieren und auf diese Weise Sicherheit herzustellen, und zwar unter Gewährleistung durch die UNO. Er hat sich vorgestellt, Verlag Jugend und Volk kommt das 83 raus, dass dieser Vorschlag eine wesentliche politische Diskussion in dem Land hervorrufen wird. Das ist natürlich nicht der Fall gewesen. Das wird in allen Zeitungen berichtet. Die Berichte gehen von freundlich, naiv, über höhnisch bis aggressiv. Und schläft relativ geschwind ein, denn wie ich schon vorher sagte, in Zeiten des Kalten Kriegs, und wir reden noch immer von der Zeit des Kalten Kriegs 1963, musste man eine Position beziehen. Man musste bei A sein oder bei B, aber nicht dazwischen C und dann macht man nur einen Vertrag rundherum. Nein, das geht wirklich nicht. Das ist, ja, okay. Darf ich kurz was sagen? Ja. Da war doch auch damals der Plan, das ist fast meine Schulzeit, eines Volksbegehrens. Das war schön. Es war dann Lenin. Nein, Turing-Plan. Das hat unsere junge Bewegung in der ÖGB hat das lanciert. Ich weiß gar nicht, ob dafür unterschrieben. Aber es ist natürlich nichts. Das war ja gesagt, das war nicht so. Es war aber so, dass die KPÖ war sehr begeistert für diese Idee der einseitigen Abrüstung. Wie damals überhaupt die kommunistische Partei, die waren sehr für die Abrüstung, solange die Sowjetunion und ihre Satelliten. Ja. Und das wird auch nicht gerade geholfen. Absolut sicher, ja. Wie die ganze Debatte mit der Abrüstung der Atomwaffen natürlich für ihn auch eine Hemmschwelle war, weil die etwa im Zuge des Cultural Freedom Kongresses haben die natürlich geschrieben, also die Gegner, wenn man so will, von Turing und diesen Leuten, haben gesagt, die einzige Waffe, die der Westen hat, nämlich die Atombombe, die wollen uns die wegnehmen, indem sie sie mordig machen und die ganze Zeit sagen, dass das gefährlich ist. Also ungefähr so vulgär war die Diskussion. Ja? Gut, zurück. Skepsis gegenüber Atomstrom. Es gibt die Wasserkraft, Ausbau der Wasserkraft, es gibt im Zuge dieser Weltkraftkonferenz von ihm ein Projekt, das nur in den Zeitungen steht, wo er irgendwo im Himalaya, zwischen zwei 8000ern, eine Mauer bauen will, wahrscheinlich 3000 Meter hoch, und ich weiß es nicht, den Brahmaputra oder sonst wen aufstaut, und unten sind dann Billionen von Kraftwerken, elektrischen, also Dynamos. Und auf diese Weise wird Indien mit elektrischer Energie versorgt.
gibt es in österreichischen Illustrierten und Zeitungen, aus dieser Zeit wird das aufgegriffen, diese Idee. Und ja, durchaus wohlwollend berichtet. Alternative Energiequellen, also da steht es jetzt nur einmal, Wärmepumpe, Erdwärme, Gezeitenkraftwerke, Sonnenenergie, Photovoltaik, Windenergie und auch Fusionsenergie nimmt er unter die Lupe. Da gibt es ein Papier aus 1959 und er schreibt auch Bücher, also nicht nur solche, wie eines habe ich noch mitgenommen, Ante Nietzsche, Ante Sprengler, das waren 30er Jahre, Abwehrkampf 30er Jahre, Sprengler. Nein, er schreibt auch ein Buch bei einem Vortrag Pressing the Future Power Production. Also er beschäftigt sich mit der Frage der Energiegewinnung sehr intensiv. Und das ist das Buch, das er bei Herr 56 produziert. Ja? Naja, er war für viele sozusagen Internationalisten natürlich ein großer Briefschreiber. 61, 62 schreibt er gleich einmal an den Kennedy und auch dem Gustav. Schreibt er ein nettes Brief an, dass sie was tun sollen, für den Weltfrieden natürlich. Die prompte Antwort kommt von Khrushchev und Kennedy schreibt ihm nicht zurück, aber der Arthur Schlesinger, das Regisseur, wie man will, schreibt ihm zurück. Das alles kann man nachlesen in physikalischen Blättern, wo das berichtet wird. 64 wird er für den Friedensnobelpreis nominiert. Das kommt auch noch nichts raus. Der letzte österreichische Friedensnobelpreisträger war ein gewisser Herr Fried. Natürlich wird er nicht zuletzt durch dieses Atombirchel als russisch, als fünfte Kolonne diffamiert, aber es gibt noch einen Mathematiker, der nach 45 hinausgeflogen ist. Jetzt fällt mir der Name nicht ein, das ist aber ganz wurscht. Sollte eh besser vergessen werden. Dieser Herr hat sehr schnell nach 45 beim CIC andocken können und hat über Berichte für den CIC fortgesetzt, informiert über den Hans Thiering, dass er ein Kommunist sei. Und Hans Thiering hat dann auch eine Zeit lang, soweit ich das mitgekriegt habe, auf jeden Fall Einreise, also Schwierigkeiten gehabt, eine amerikanische Visa zu bekommen. Und erst relativ spät hat er Visum bekommen. 68 beteiligt er sich noch einmal an einer Konferenz in Chicago. Wiederum sehen Sie hier Schlüsselworte. Education, das psychologisch, didaktische, was für ihn sehr wichtig war. Vergessen eines zu sagen, wie ich ihn qualifiziert habe als Wissenschaftler. Er war wahrscheinlich als Wissenschaftler nicht so bedeutend wie als akademischer Lehrer. Er hat nicht weniger als 24 Professoren, O-Professoren in seinem Leben produziert und oder Leute in der Industrie oder sonst wo in einem gleichen Rang wie ein ordentlicher Professor. Das ist keine kleine Summe. Das sind nicht wenige Leute. Kriegen wenige hin in dem Land, so viele Schüler zu haben, die im akademischen Bereich bleiben. Auf der Rückreise am Schiefer leidet er einen Schlaganfall und stirbt 76 im hohen Alter von 88 Jahren. Und um jetzt anzubinden an seine didaktischen Fähigkeiten und den Eindruck, den er macht als akademischer Lehrer, ein kurzer Ausschnitt aus dem Brief, dem Kondolenzschreiben von Willi Weisskopf an Hans Thierings Frau Antonia Thiering, seine Vorlesungen werde ich nie vergessen. Sie war ein intellektueller und ästhetischer Genuss. Von ihm habe ich auch gelernt, dass die Wissenschaft eine soziale Seite hat und dass der Wissenschaftler für eine bessere Welt kämpfen muss. Danke.